Eckart! Eckart! Wir müssen kommen! In den Keller! Die Senderboys sind da! Ja, die hat man gewarnt vor uns, Dominik. Herzlich willkommen bei den Senderboys. Tag 3 hier in Bad Ems. Und wir haben gerade erfahren, dass wenn man die ganze Line bis nach unten durchgefahren ist, wir als Biobiker mit Red Bull Intus ungefähr eine Stunde nach oben wieder brauchen. Das hat uns ein wenig schockiert. Also gestern Stromberg war schon ordentlich Höhenmeter machen. Ja. Höhenmeter machen. Und alles aus eigener Kraft und eigenen Muskeln, aber eine Stunde, Freunde, Aber ja, wir schauen mal. Es gibt hier anscheinend mehrere Sektionen, ich glaube bis hin zu 7 verschiedene Abschnitte. Wir fahren Abschnitt für Abschnitt. Genau. Und dann vielleicht wieder hoch oder runter oder keine Ahnung. Oder wir mieten uns unten ein Taxi. We will see. Keine Ahnung. Ich habe Kreditkarte mit. Helikopter. Ja, sieht irgendwie nicht nach dem Trail-Einstieg aus, oder? Ja, keine Ahnung. Da enden sowieso noch was. Ja. Boah, keine Ahnung. Ah, da. Start. Ja. Da ist so ein Schild. Ein richtiger Riecher gab. Und schon wieder bergauf. Boah, hochgefahren und schon wieder bergauf. Aber ein Schild bei 7 Eingängen ist auch verwirrend, oder? Ja, dann mit der Beschilderung, da sind die Bikepacks immer ein bisschen knauserig. Dominik, das ist doch nicht richtig. Aber wir müssen hoch, um runter zu kommen, oder? Ja, wir sind doch mit dem Auto alles hochgefahren. Ich als Biobiker. Warte noch. Jo, Mann, du bist richtig. Guck mal links. Am Zaun. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nordic Walking. Bruder, die Trailnase. Hey, Gespür. Das Trüffelschwein. Da ist dein Sitz. Oh, endlich, ey. Okay, alles klar. Also, Senderboys on Fire. Heute Tag 3. Bikepark Bad Ems. Von Canyon gesponsert und Pure Cycling e.V. und Schmidt und alles Mögliche. Voll geil. Ja, leckst mich am Arsch. Boah, bin ich im Sack von gestern. In die Botanik war der Dom. Boah, wie geil. Okay, stopp, schon den ersten Stopp. Mal gucken. Ja, fett. Und kann man den nehmen? Den kann man nehmen, ja. Boah, ist aber schön hier. Schöne Aussicht. Dass du da wieder voll in den Flat landest, weil... Weil was? Weil die Ablaufrinne relativ schmal bemessen ist. Du willst mich gar nicht. Nein, das ist ja, die Ablaufrinne. Ich habe da nur rappeln hören hinter mir. Ja, ich habe den North Shore zu weit gekriegt. Ja. Gelandet und dann kam die Kurve und ich bin dann also. Aber durch die Botanik halt. Thank you.
Na, Speed weg, ey. Oh, der sieht rutschig aus. Was ist das? Tartan, Kies, drauf lackiert. Ja, ich dachte, das wäre jetzt Moos, aber das ist draufgeklebte Kieselsteinchen. Mosaik. Ja, kennen wir im Ruhrpott gar nicht, diese Trail-Finessen. Voll geil. So, hier. Ja. Dip, dip, dip. Dann die hoch. Dip, dip, dip. Wups. Ja. Oder? Wir verstehen uns. Hier, das kürzt er ab. What happened? Guck mal hier. Oh. Oh, an so einer billigen Stelle, ey. What happened? Oh, guck mal, mein Bike liegt. Ja, ja. Ding dong. Soll ich massieren, Bruder? 1, 2, 3. Alle da. Keine Ahnung, ich wollte es senden, weißt du? Ja, Bruder, Standard. Ja. Nosy, nosy. Woo! Ruppige Sektion. Meine Eier. Ja, ja, ja. Aber jetzt macht das schon ein bisschen mehr Fun, finde ich. Oh mein Gott, meine Eier, ey. Gap-Strecke. Achtung, 2 Gaps. Ja, Bruder, send it. Full send. Sender, Boys. Emser Bike Park. Let's shred, Bruder. Let's drop it. Drop it like it's hot. Woohoo! Woohoo! Yeah! Sag mir deine Gefühle, Baby. Oh. Ja, den nehmen wir. Den nehmen wir locker. Ei, 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 ei. Junge, Junge, Junge! Ah, shit! Ja, Mann! Bikepark Bad Ems. Der absolute Aufstiegsterror. Jedem sollte klar sein, dass man vollkommen im Sack ist, wenn man 40 Minuten als Biobiker hochfährt und komplett die Unterhose durchgeschwitzt ist. Eiersalat pur. Kennt ihr das, wenn ihr Eier so lange kocht im Topf, bis kein Wasser mehr da ist und die anfangen zu hüpfen? In diesem leeren, heißen Stahl. So fühlt man sich. Oder wenn man sich vom Sattel erhebt, ja, und wieder Blut fließt. In den die Genitalien. Und alles kribbelt. Ey, kommst du erschöpft und mit einer Latte zum Auto? 100% Sand. Sand. Let's wait.
alles aber hier ein Aufschlag. Der ist aber auch doof gebaut. Das ist nicht meine Leine. Sorry, aber die Leine fühle ich gar nicht. Kompression 7000. Boah, ey. Nee, hier ist, weiß ich nicht. Der Drop ist geil, alles andere. Nicht meine Welt. Du kannst ja hier nicht rüberziehen. Du musst so fahren. Pedale hoch und so rein. Also ich würde rollen, so. Ja, aber du kannst ja nicht ziehen, du landest ja voll, bumm. Guck dir an, Bruder, ich würde, also ziehen wüsste ich nicht wo. Ach, die habe ich nicht gesehen, die Holzbretter. Rüberrollen. Ja, habe ich weil nicht. Weil du landest sonst so, ne? Ja. Ja, dann, ich einfach dann, rollen. Nee, weißt du warum ziehen? Ich stand hier, ich habe die Holzplanken nicht gesehen. Okay. Dann dachte ich, bis dahin und dann ziehen, um den Drop zu kriegen. Ja. Nee, rollen, ja. Shit, warte, Bruder. Alles gut. Boah, richtig geil. Richtig flowig. Hat voll gekickt. Ach. Ja, machbar, ne? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Und dann da hoch? Das kriegen wir hin? Ja, das ist neu für uns, ne? Das ist aber, du nimmst extrem Schwung raus, ne? Aber du kannst sein, dass dich hochkatapultiert. Oder ich wünsche dir Glück. Ja, danke. Boah, schwierig. Hui. Boah. Junge, fast hier in den Abgrund. Viel zu weit. Boah. Geradeaus. Pedale verloren. Junge, da oben passt rüber. Pedale. Über das Ding gesprungen. Und ich wollte noch Gas geben. Ey, so. Boah. So ein Stück. Dann wäre ich unten. Ja, übelste Kanone. Aber Drop easy, ne? Ja. Voll geil. Den nehmen wir jetzt auch da, ne? Welchen? Den nächsten. Ich weiß nicht mehr, was kommt. Die aber ich glaube dann. Hochspringen. Ach, den, ja? Ja, ich nehme den. Ja, wo ich fahre den hinterher. Okay, ehrlich? Also ich versuche ihn zumindest. Was war denn da? Hoch? Wie der da oben im Wald. Rund. Geht steil hoch, Loch, oben landen, dann bremsen. Sofort bremsen. Und dann irgendwie kommt eine Dropkante auf 45 Grad. Ja, wir müssen das jetzt hier senden.
Oh. Shit. Also easy nicht, Leute, aber voll okay. Ja, weißt du, das Problem war, ich war fast in der Wurzel. Ja, ja, deswegen hänge ich hier gerade. Mit dem Pedal dachte ich, komme ich durch die Wurzel da. Durch diese. Und dann Fail-Safe-Modus, also einfach mit Beine hoch durch die Matsche, einfach anhalten. Guck mal, was wir genommen haben. Sender Boys sind mittlerweile echt on fire. Hier müsste mal wieder einer mit der Heckenschere lang. Was kommt hier? Oh, ich war gerade eine Maus. Wenn er nicht so zugewachsen wäre. Ich bin auch euphorisiert. Gar nicht. Doch, voll, ich total. Bin Emotion 5000 und der? Ja, Teflon Hakan. Ja, da kam ein Drop, ja. Tief war der Drop, ja. Kieselsteine, ja. Gehört dazu, Mountainbike. Voll geil hier. Guck mal hier, ey. Gut, dass es noch andere Videos gibt, die das Gegenteil beweisen. Let's get it on.